Schmerzen, Enge, Ängste. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Zustand zu beschreiben. Krankheit ist die Störung der normalen Funktion eines Organs, der Psyche oder des gesamten Menschen. Wir schreiben 1919. Das Antibiotikum war noch nicht entdeckt. Meine Diagnose? Akutes rheumatisches Fieber. Ein Jahr vertraute ich den herkömmlichen medizinischen Behandlungsmethoden. Erfolglos. Fasten. Freiwillig mehrere Tage auf Nahrung zu verzichten und die natürlichen Selbstheilungskräfte zu mobilisieren? Ich war mir selbst nicht sicher. Doch was hatte ich zu verlieren? Es verlangt an Mut, etwas Neues zu wagen. Alkohol, Tabak und die bürgerliche Küche schaffen immerfort das Mistbeet, auf dem unsere ärztlichen Sprechstunden Früchte reifen. Das Rheuma hatte alle meine Gelenke entzündet. Fasten versetzt den Körper in einen Ausnahmezustand und fördert das natürliche Gleichgewicht. Dies war der zentrale Gedanke. Mehr wusste ich damals noch nicht. Ich habe das Heilfasten nicht erfunden. Ich habe es zu einer Zeit erfahren, in der mir nichts anderes helfen konnte. Und es hat mich geheilt. Seitdem ist viel Zeit vergangen. 1920 behandelte ich meinen ersten Patienten mit der von mir entwickelten Fastenmethode. Meine Familie und 4 Generationen Ärztinnen und Ärzte haben meine Methode seither weiterentwickelt und wissenschaftlich unterlegt. 1953 gründeten meine Tochter Maria, ihr Mann Helmut Wilhelmi und ich unsere Fastenklinik in Überlingen am Bodensee. 1973 eröffnete Maria Buchinger Wilhelmi unsere spanische Klinik in Marbella. Es gibt seit 1987 eine Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung. Und seit 2011 die Maria Buchinger Foundation zur Förderung der Fastenforschung. 2019 haben wir die weltweit größte Studie über die Wirkung des Buchinger Heilfastens veröffentlicht, die belegt, dass das Fastenprogramm der Buchinger Wilhelmi Kliniken sicher und therapeutisch wirksam ist. Ich bin Dr. Otto Buchinger. Ich habe einen Weg zur Gesundheit gefunden. Und das werden Sie auch.